Die frühen Tage der Luftfahrt waren aufregend und gefährlich. Ein stotternder Motor, ein Holzrahmen und etwas Stoff, nur das hielt die Flugpioniere in der Luft. Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 mussten die Piloten noch mit einer weiteren Gefahr kämpfen: Kugeln. Manfred Freiherr von Richthofen wurde der neuen deutschen Luftwaffe als Beobachter zugeteilt. Er und Holk, sein Pilot, sind hinter die Linien der Ostfront geflogen, um die Stellungen der zurückweichenden russischen Armee zu fotografieren. Aber nahe der Stadt Wischnice werden sie vom Boden aus bombardiert. Mit einem durchlöcherten, qualmenden Flugzeug müssen sie notlanden. Tief in russisch besetztem Gebiet müssen sie jetzt versuchen, ihre Mission zu retten und sicher ins deutsche Hauptquartier zurückzukehren. Da vorn, Wischnice in Flammen. Umfliegen wir es? Unsinn, wir fliegen mitten durch. Was ist passiert? Keine Steuerung mehr. Der Motor stottert. Keine Bange. Es wäre dumm, so unnötig den Heldentod zu sterben. Verdammt! Die Russen haben uns getroffen. Aufregend, Manfred, was? Aber wir leben. Allerdings wurde meine Ausrüstung ein Opfer der Flammen. Und ich habe nur Kamera, Pistole und ein paar Magazine. Ziehen wir los. Im Westen sollten wir unsere vorrückende Armee treffen. Sportsmann. Natürlich. Mein Kommandant. Was für ein Sportsmann. Natürlich. Meine Frau, meine arme Frau. Guter Mann, was ist los? Russische Soldaten aus der Kaserne haben unser Essen gestohlen und meine Frau mitgenommen. Meine Brüder und ich konnten sie nicht aufhalten. Wir haben nur Heugabeln. Wenn wir helfen können, helfen wir. Würde ein echter Mann anders handeln? Ja. Mein Kommandant? Was für ein Sportsmann. Ja? Jawohl. Sehr gut. Jawohl. Was für ein Sportsmann. Und jetzt ein bisschen Sport. Lass sie in Ruhe, du Dreckskerl. Deutsche, zu den Waffen, zu den Waffen. Angegriffen. Oh, Josef. Gott sei Dank, ich bin frei. Tja, jetzt müssen wir dem Feind mit der Kamera trotzen. Meine Pistole ist leer. Ja? Sehr gut. Das Ziel? Natürlich. Was für ein Sportsmann. Jawohl. Was für ein Sportsmann. Natürlich. Ja? Was für ein Sportsmann. Das Ziel? Natürlich. Sehr gut. Natürlich. Was für ein Sportsmann. Natürlich. Was für ein Sportsmann.
Natürlich. Sehr gut. Natürlich. Ja? Was für ein Sportsmann. Meine teure Sophia ist wieder da. Wie kann ich euch das vergelten? Wir suchen einen Weg durch den Wald nach Westen. Meine Brüder und ich helfen mit Freuden. Ja. Ja. Unverzüglich. Ja. Was für ein Sportsmann. Natürlich. Jetzt solltet ihr sicher nach Westen gelangen. Nochmals danke, dass ihr meine Sophia gerettet habt. Das Ziel? Natürlich. Ja? Was für ein Sportsmann. Natürlich. 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 Ein altes Artilleriedepot. Wenn ich nah genug an solche Einrichtungen herankomme, kann ich sie fotografieren und unsere Mission ausführen. Was für ein Sportsmann. Natürlich. Was für ein Sportsmann. Diese Anlage ist fotografiert. Was für ein Sportsmann. Jawohl. Sehr gut. Jawohl. Sehr gut. Natürlich. Sehr gut. Jawohl. Was für ein Sportsmann. Natürlich. Sehr gut. Natürlich. Was für ein Sportsmann. Diese Anlage ist fotografiert. Natürlich. Wenn wir noch zwei Anlagen fotografieren können, haben wir die Informationen über den Sektor, die unsere Truppen brauchen. Sehr gut. Natürlich. Was für ein Sportsmann. Jawohl. Was für ein Sportsmann. Natürlich. Was für ein Sportsmann. Natürlich. Sehr gut. Jawohl! Was für ein Sportsmann. Natürlich. Was für ein Sportsmann.
Jawohl! Was für ein Sportsmann. Natürlich. Was für ein Sportsmann. Diese Anlage ist fotografiert. Endlich eine Pistole für mich. Und auch Patronen für dich, Manfred. Was für ein Sportsmann. Natürlich. Was für ein Sportsmann. Jawohl. 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 Was für ein Sportsmann. Natürlich. Was für ein Sportsmann. Jawohl. Sehr gut. Natürlich. Sehr gut. Natürlich. Diese Anlage ist fotografiert. Was für ein Sport. Fast kein Film mehr. Jawohl. Aber wir haben die notwendigen Bilder. Jetzt müssen wir es nur noch zu den deutschen Linien schaffen. Was für ein Sportsmann. Jawohl. Was für ein Sportsmann. Vorwärts, Männer. Jagen wir die Russen aus diesem Sektor. Euer Befehl, betrachtet es als erledigt. Darf ich behilflich Jawohl. Sein? Mein Kommandant, sehr gut. Ja. Jawohl. Sir? Jawohl. Ich warte. Euer Befehl? So sei es. Für unseren Souverän. Mein Kommandant? Sehr gut. Wir werden angegriffen. Jawohl. Oh!
Für die Stadt! Ich warte. Sir, jawohl, Sir. Ja, Sir, ich warte. Wie kann ich zu Diensten sein? Sein. Wir werden angegriffen. Sie werden den Tag verfluchen. Fertig. Für die Stadt. Wie kann ich zu Diensten sein? Wie kann ich zu Diensten sein? Wie kann ich zu Diensten sein? Mein Kommandant? Mein Kommandant? Fertig. Wie kann ich zu Diensten sein? Angegriffen.
Wir werden angegriffen. Euer Befehl? Wir werden angegriffen. Für die Stadt! Für unseren Souverän. Sehr gut. Jawohl. Wir werden angegriffen. Souverän. So sei es. Wir werden angegriffen. So sei es. Wir werden angegriffen. Für unseren Souverän. So sei es. Sie werden den Tag verfluchen. So sei es. Sie werden den Tag verfluchen.
Befehl? Ja. Wir werden angegriffen. Euer Befehl? Fertig. So sei es. So sei es. Für unseren Souverän. Sehr gut. Wir werden angegriffen. Graf Holk, Freiherr von Richthofen, schön, Sie beide zu sehen. Wir glaubten, Sie verloren. Ich gebe Ihnen Pferde, die Sie zu Ihrem Flughafen zurückbringen. Ihre Fotos werden uns helfen, Boden in diesem Sektor zu gewinnen. Hoheit, ihr seid zu gütig. Stimmt, Hoheit. Auch wenn ich zugegebenermaßen nur ungern auf ein mit Hafer betriebenes Transportmittel zurückgreifen möchte, ich fühle mich am Himmel mehr zu Hause als im Sattel.